Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Paper Mario 2, die Legende von Meantor. Im letzten Part haben wir den Champion-Titel errungen, den wir Aurelius besiegt haben, und haben die Geheimmachenschaften von Club Bone entdeckt. Und er hat sich jetzt in die Arena verzogen. Und es wird Zeit, dass wir ihn jetzt zur Rede stellen. Diese Arena, die einfach mal ganz alleine ist. Hast du dich also doch entschieden, jetzt dich mir zu stellen, ne? Freundchen! Du bist wirklich ein Volltrottel, mich bisher zu verfolgen. Und da du hinter mein Geheimnis gekommen bist, muss ich dich leider vernichten. Schau nur, da ist das Steinjuwel! Na, wie gefällt euch das? Mit dieser Maschine habe ich den Kämpfen all ihre Energie entzogen. Genau, um einen wundervollen Körper für immer zu erhalten. Das ist fast schon wie Cell aus Dragon Ball Z. Wir werden nicht zulassen, dass das Steinjuwel für so etwas missbraucht wird. Was ich mit meinem Steinjuwel mache, ist ganz allein meine Sache. Also los! Alle Kraft! Kupan ist riesig geworden! Ich werde euch zum Arm und das noch Energie für mich gewinnen! Oh Gott, jetzt ist er wahnsinnig geworden. Mikla! Meine Kraft ist unendlich. Solange ich diese Maschine habe, ist mein wundervoller Körper unsterblich. Ich hoffe nur, dass das irgendwie gut geht mit der Aufnahme, weil sonst muss ich das ein bisschen leiser drehen. Mario, diesen Kerl werden wir es zeigen. Er hat das recht, weil der ist so durchgedreht. Ich glaube, da kann ich meinem Psychiater helfen. Der Mega-Club-Bone. Das ist Mega-Club-Bone. Die Kraft des Steinjuwels macht ihn so stark. Maximal KP 60, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Vermutlich wird er erst die Zahl seiner Aktionen erhöhen. Danach verwendet er Items, um seine Angriffskraft zu erhöhen. Achte genau darauf, wie Mega-Club-Bone seine Kraft erhöht. Aber es ist schon grotesk, wie dieser Club-Bone sich aufgepumpt hat. Diese Steinjuwelen haben wirklich eine unglaubliche Kraft. Okay, das heißt, wir machen schon mal einen kurzen Taktikaustausch, um Peach zu holen, damit wir wenigstens seine Angriffskraft drunter halten können. Jetzt kriegt er natürlich eine Zusatzaktion. Und wir machen jetzt mit Einschlag mal dazu, dass er mal seine Angriffskraft verliert. Vorausgesetzt, es funktioniert. Ja, funktioniert. So, damit ist das schon mal gelöst, das Problem. So, da können wir jetzt erstmal richtig mal angreifen mit den Angriffen. Denn jetzt hat er sich erst recht gepusht. So. Ich glaube, ich könnte noch Mario kurz dann schützen in der nächsten Runde. Jetzt mal einen Schutz vorbereiten und dann hole ich dann wieder Peach raus. Weil meine Taktik wird nämlich so sein, dass ich Mega Club Balls Angriffskraft nämlich geschrumpft halte, damit der Schaden nicht grotesk wird. Und Mario ist dann neben der Angreifer. Kampfbomber! Lauf einfach weiter und genauso! So, jetzt hat er auch seine Verteidigung gepusht, jetzt wird mit der Power Downs nichts mehr bringen. Wow, gegen Kuppi hat der Angriff gar nichts gebracht. So, einmal Panzerschnitt für Mario.
So. Und du wechselst jetzt mal wieder auf Peach aus. Achso, weil sein Angriffskraft vielleicht geschrumpft wurde wieder. So. Damit ist jetzt Mario mal für eine Zeit noch geschützt und er hat jetzt auch alle Boni verloren. Das heißt, er wird jetzt zuerst wieder mal seine Bonis aufbauen. Und das ist halt eben seine Schwachstelle, dass er sich auf die Bonis konzentriert. Das kann ich dann ausnutzen. So, jetzt schrumpfen wir seine Angriffskraft nochmal. Weil die Verteidigungsbooste hat er halt nicht lange, genau wie der Angriffsboost. Ich glaube vielleicht nur eine einzige Runde. Du Schnitzel-Schmatscher-Bomber! Ich hab auch nichts anderes erwartet! Wieso haben sofort erkannt, dass du ein vielversprechender Kämpfer bist? Aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Und ich kann auch anders. Ich werde dir eine Kostprobe meine unendlichen technischen Raffinessen geben. Oh, hat der denn nicht funktioniert? Dein Erbeben ist wohl in die Hosen gegangen, sag mir's mal so, ne? So einmal ein Stampfer, wenn's funktioniert. So, gut, Blümpunkte habe ich ja noch genug. Ich glaube, das wird sogar ganz Kampf ausreichen. Ich glaube, da muss ich gar nichts dazu schauen. So, der Nebel behindert mich absolut nicht. Er hat nur noch 13 HP und ich glaube nicht, dass er mich nicht im nächsten Zug tanken. Vielleicht ist nicht so viel Bomba! Wer sie gestattet ist, bis mit dem Kampf vorbei ist, so ist der Kampf fort. Wir sehen, am Ende wird der Sieg mein sein. Jetzt pusht er seine Verteidigung wieder hoch. Wow, das war ein schöner Move von dir. So, Saugspatz, jetzt werde ich durch die Abwehr durch. Und ein kleiner Bingo. Kleiner Anti-Faui wird noch den Rest erledigen. Er wird sonst noch ein bisschen was übrig haben. Aber in der nächsten Runde ist es sowieso am Arsch, weil da geht auf jeden Fall seine Verteidigung wieder flöten. Du kannst machen, was du willst, du hast keine Chance. So, der Schild hat sehr gut funktioniert. Und Peach, mach ihn alle! Bombenhagel mit Eier! Und tschüss! Und 29 Sternpunkte auf unserem Konto. Dass dieser wundervolle Körper liegen könnte! Und guter Kampf! Bomba! Nein, Mario! Danke, dass du diesen Kerl erledigt hast! That's cool! That's cool, wa? Entschuldigt bitte, dass ich euch da bitte eingezogen habe. Aber ich musste unbedingt ans Licht bringen, was in dieser Arena vor sich geht. Aber lasst mich euch die Geschichte von Anfang an erzählen. Ich hatte früher einen Bruder namens Totsku. Ein wirklich feiner Mann. Um unsere arme Familie zu ernähren, hat er sich hier als Kämpfer verdient. Eines Tages war er plötzlich verschwunden. Als Assistentin des Chefs versuchte ich etwas über meinen Bruder herauszufinden. Und ich erfuhr, was Clubon hier für ein Spiel trieb. Aber allein konnte ich nichts gegen ihn tun. Und dann seid ihr aufgetaucht. Ich habe euch heimlich Informationen zugespielt.
Der Absender dieser Mails. X, das warst also du. Ja, genau. Ich habe eure Kämpfe genau beobachtet und da wurde mir klar, dass nur ihr in der Lage sein würdet, Clubon zu besiegen. Herr Clubon, was? Nein, Schluss mit dem geheuchelten Respekt. Clubon, was hast du mit meinem kleinen Bruder gemacht? Oder vielmehr, was ist aus dem ehemaligen Champion Tark Dolster geworden? Tark Dolster! Er ist hinter das Geheimnis meiner Maschine gekommen. Deshalb musste ich ihn auslöschen. Du wirst ihn nicht finden, so sehr du auch suchst. Ich wusste es. Totsko. Hätte nie gedacht, dass dieser unterkühlte Person nur ihren kleinen Bruder sucht. Bomba, sieh nur, das Sternjuwel. Ah, ist das hier die Arena? Totskov! Oh, Schwesterchen, was machst du denn hier? Was? Also, ich bin... Schon gut, Totskov. Es ist vorbei. Alles okay. Ah, und das war die Macht der Sternjuwels? Also dann, Mario. Das Sternjuwel gehört dir. Wirklich? Wir dürfen das Sternjuwel mitnehmen? Das wäre sogar besser. So eine Sache darf hier nie wieder passieren. Also dann, Bomba, nimm mir das Sternjuwel. Oh yeah. Du hast ein Sternjuwel. Deine Sternkraft beträgt jetzt 4. Mario lernt die Sternattacke Power Plus. Kapitel Ende. Unter der schillernden Oberfläche war Falkenheim ein düsterer, gefährlicher Ort. Aber mit Totskuwas Hilfe entlarvte Mario Clubones düstere Machenschaften. Und nach seinem Sieg über Mega Clubone erhielt er das dritte Sternjuwel. Dieses Juwel, das Antrieb für diese Maschine war und Clubone seine Macht verlieh. Welche geheimen Kräfte schlummern wohl noch in den Sternjuwelen? Gute Frage, ne? Ich weiß nur eins, meine Stimme ist jetzt nämlich angeschlagen. Aber die hat einfach zwei perfekt gepasst zu einem grossen Wahnsinnigen. Brunhilda, was ist los? Was der Kerl immer noch nicht erledigt? Er ist doch stärker als wir dachten. Begreift es endlich, wir Krusion müssen das legendäre Tor zuerst öffnen. Das nächste Mal kriegen wir ihn dran. Diesmal haben wir eine unschlagbare Geheimwaffe. Ich nehm dich beim Wort. Verlass dich auf uns. Geh mir, Roberta, Barbara. Ja. Ganz schön langweilig. Diese Leute haben mich auch gar nicht mehr nach der Krater gefragt. Oh, ob das wohl wieder Tech ist? Unmöglich. Sorry. Wahrscheinlich werde ich nach diesem Part dann auch gleich eine Pause einlegen. Guten Tag, Peach. Ich weiß nie, wann du mich wieder rufst. Was gibt es dieses Mal? Ich möchte, dass du so Größeres gehst und etwas für mich fragst. Was? Was soll das heißen? Ich habe vor kurzem beunruhigende Informationen erhalten. Du bist der Hauptcomputer. Wie kann es etwas geben, das du nicht verstehst? Mein Prozessor versteht nur die programmierten Inhalte, muss deshalb erfahren, was Krusius über eine bestimmte Sache denkt.
glauben, sie werden mich unterwegs erwischen und zurückbringen. Neben dem Fahrstuhl oben ist das Zimmer der Wachen. Dort findest du die Uniform der Wachen. Zieh eine davon an. Dann siehst du aus wie einer seiner Leute, wenn du zu Crucius gehst. Ich soll mich also verkleiden? Es ändert nichts. Sicherlich nichts, wenn ich dir sage, dass ich das nicht mag. Korrekt. Na gut. Und was soll ich Crucius fragen? Frag ihn. Was deckt sich diese Techtur? Ein seltsamer Computer. Ja, vor allem, was hat er gefragt? Willst du mir das verraten, Peach? Soll ich sicher einsteigen? Peach? Willst du mir das verraten, bitte? Peach? Okay, dann halt nicht. Bitte warten. Draußen befindet sich zurzeit eine Wache. Was? Jetzt! Steig aus! Zimmer befindet sich rechts. Grünes Licht beachten. Kommt von meiner Seite rechts. Für Peach ist es halt verwirrend. Für sie ist es links. Seh dich hier um. Im Schrank findest du eine Uniform. Okay, da ist schon mal keine. Okay, da haben wir eine und sonst ist hier keine mehr. Was? Das ist die Uniform? Und die soll ich anziehen? Korrekt. Ganz schön eng und stinkt du das. Fertig. Perfekt. So, dann frag ihn doch mal. Ich hoffe, sie merkt das nicht. Herr General. Was gibt's? Die Prinzessin, was soll das hier werden? Deine Stimme klingt irgendwie seltsam. Ach, na egal. Die Prinzessin? Es gibt nichts, was sie mir auch sagen könnte. Sie bleibt auf ihrem Zimmer. Aber seid auf keinen Fall grob zu ihr. Sagt das auch den anderen. Weshalb hat mir sie die gefangen? Das geht euch gar nichts an. Kümmert ihr euch lieber darum, wie wir an den legendären Schatz kommen. Ihr braucht den Schatz, um die Welt zu erobern. Welt? Erobern? In einem legendären Schatz? Was fassest du da? Bist wirklich seltsam. Wahrscheinlich nur ein Rekrut. Nein. Alles in Ordnung. Hab verstanden. Danke, General. Puh, das war ganz schön brenzig. Mann, die Stimme zu verstehen ist wirklich ganz schön schwer. Aber die Welt da oben? Und was hat das alles mit den Sternjuwelen zu tun? Wir gehen jetzt mal einfach in die andere. Das ist sicher falsch. Keine Kleidung hier. Schade, ich hätte gedacht, sie würde sich ausziehen. Und merkt dann, scheiße, falsche Umkleidekabine. Und sie hat sich dann ausgezogen, wir könnten ihr dann... Das ist nicht das, was ihr denkt. Ach, das tut gut. Nicht, weil ich... pervers bin oder so. Wo denkt ihr hin? Puh, dieses Kleid stimmt mir doch gleich viel besser. Also schnell zurück. Tech. Euer Ziel ist es also, die Welt zu erobern? Korrekt, wurde zu diesem Zweck angefertigt. Die Welt erobern, also das. Peach, eine Frage. Gefällt dir die Welt so, wie sie ist? Es gibt viele Probleme auf dieser Welt. Gefällt dir diese Welt? Natürlich mag ich sie. Auch wenn sie nicht perfekt ist. Ja, seitdem diese... wie hieß er nochmal? Trumpets auf der Macht ist, ist sie schlecht, aber... Normal ist sie immer noch, das ist doch klar. Tatsächlich.
Braucht man die Stenuen für die Eroberung der Welt? Und was ist dieser legendäre Schatz, von dem Krusis geredet hat? Keine Antwort möglich, Beantwortung verboten durch Krusis persönlich, tut mir leid. Aber, schon gut. Zumindest sollte ich Mario etwas über diese Welteroberung mitteilen. Ach, kann ich eine Mail schreiben? Positiv, du kannst eine Mail schreiben. Schreib sie bitte ab. Nachricht verschickt. Prinzessin Peach, für heute kannst du in dein Zimmer zurück. Ja gut. Gute Nacht, Peach. Oh, diese Katzen sind immer sehr anstrengend für mich. Aber auch eine andere Entspannung. Weil ich da nicht viel tun muss. Ein Riese! Versteckt euch! Dass Mario sich in Falkenheim rumtreibt. Sagtet ihr etwas eure Spitzrutzigkeit? Nein, nein, schon gut. Aber was war das eigentlich für Witzlinge eben? Diese Armkreatur nennt man die Bubus. Eines dieser Wesen soll etwas über die Sternjuwelen wissen. Ich sollte die versteckten Bubus suchen und sie über den Schatz befragen. Ja, vielleicht wisst ihr das. Ist er riesig und hässlich? Hey, ich bin nicht hässlich. Ich hab Angst. Keine Sorge, ich bin ja bei dir. Achso, das waren die beiden. Damit da hier. Treppe! Bist du auch so ein? Das ist doch auch das Sternjuwel, oder? Danke, dass mir Respekt, du alte Schleimfratze! Erzähl, was weißt du über diese Sternjuwelen? Unerhört! Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ich spreche mit Bubu an der Stammesetzung der Bubus. Ja, pass dich nicht so auf! Und gib mir das Fossil! Ach toll, zwei kneifende Omas. Oder kneifende Omas, wie auch immer. Eine Nachdenklichkeit, sagte dir etwas? Nein, alles in Ordnung. Sorry, meine Stimme, die stirbt. So. Also, großmütterchen, wo ist das Sternjuwel? Grundsätzlich habe ich zwar Respekt vor dem Alter, aber wenn du nicht sofort antwortest, dann kenne ich keine Gnade. Das großmütterchen kannst du dir ruhig sparen. Und das Sternjuwel ist schon lange nicht mehr hier. Was? Das habe ich einmal mit Bart gegeben, Gabriel oder so. So hieß er wohl. Er sucht nach irgendwelchen Juwelen um die Prinzessin Quietsch. So hieß sie wohl. Nein, einfach um eine Prinzessin zu befreien. Sicher Mario, nicht Gabriel. Und die Prinzessin ist sicher Peach, nicht Quietsch. Auf jeden Fall haben die Juwelen, die Mario sucht, mit der Prinzessin zu tun. Dann schnappt er sich wohl gleichzeitig die Juwelen und die Prinzessin. Ah, das ist ja Schurke. Peach und die Sternjuwelen stellen mir alle zu. Diesmal mach ich dich garantiert fertig, sobald ich dich in die Finger kriege. Also ich muss definitiv nach diesem Part aufhören. Ich hab's mit Mega Club total übertrieben. Ihr müsst schon gehen. Na gut, wenn du so entschlossen bist, kann ich wohl nichts machen. Ich hoffe sehr, dass du alle Sternjuwelen finden wirst. Hey Bomba, ich werde mich nie wieder ohne lautere Bitte bedienen. Mit hartem Training werde ich mit dem Tempel des Champions ehrlich verdienen. Und du wirst mich nicht noch einmal besiegen. Verlass dich drauf. Bomba, vielen Dank für alles. Den Moment mit dich habe ich noch nie kennengelernt. Ich habe mich entschlossen, hier zu bleiben. Ich werde lernen müssen, etwas mehr auf mich selbst zu vertrauen. Du wirst mein großes Vorbild sein.
der Clubraum nicht mehr da ist, werde ich von nun an die Arena führen. Ich werde deinen Platz frei halten. Komm uns also besuchen, wann immer du magst. Deine Fans würden glücklich sein, dich gelegentlich kämpfen zu sehen. Also bis dann. Jetzt haben wir schon drei Sternjuwelen. Also los, auf nach Rohlingen. Ja, wird doch langsam Zeit. Und das Angebot von... Ihr nehmt mich gern dankend an. Ich glaube dann gleich auch demnächst. Aber erstmal kehren wir kurz zurück nach Rohlingen. Und dann machen wir mal ein bisschen noch die Jobagentur, bevor wir das Sternjuwel abgeben. Und das sind sicherlich noch ein paar Angebote. Und ich glaube, ein Job hat sogar mit ihr zu tun. Das würde ich gleich dann als erstes angehen. Dann gehen wir mal. Hey Bomba, ich glaube, du hast deine Mail. Mario, ich weiß jetzt, was die Gangster planen. Sie streben die Weltherrschaft an. Dafür wollen sie die Sternjuwelen finden und einen legendären Schatz heben. Deshalb bitte ich dich, finde diese Sternjuwelen vor den Gangstern. Wenn ich wieder etwas erfahren melde ich mich wieder. Die Welt erobern, setzt sich aber über an Bomba. Ja, das ist recht. Setzt sich wirklich über an. Wenn sie das wirklich planen. Und weißt du was, Luigi, ob dich skippt jetzt einfach heute mal. Es tut mir leid, aber ich kann einfach keine Stimme imitieren heute. Ich werde versuchen, doch den Auftrag erledigen und dann aufhören für heute. Also sei mir nicht böse, Luigi, aber du kommst dann im nächsten Part dran. Wenn ich dann wieder mit der Stimme wieder etwas um bin. Also auf normalem Niveau, sagt man so. So, Totskuva, Jobangebot. Suche dringend eine Reinigungskraft. Wer Lust hat, möge kommen. Ich bin in der Arena von Falkenhain. So. Dann heißt das also, wir machen wieder eine schöne Rückkehr. Ja, und die Geschichte mit Luigi, was er so erlebt hat, das erledigen wir dann im nächsten Part. Weil aktuell geht es jetzt wirklich gerade nicht mehr. Ich müsste mir wieder die Nase zuklemmen, damit ich wieder seine typische Stimme habe. Und das wird mir jetzt dann wirklich noch den Rest geben. Weil mein Hals kratzt gerade so. Was ein deutliches Zeichen ist, dass ich mich vorausgabt habe. Ja, und ich glaube, ich werde jetzt auch die Laufwege rausschneiden. Also wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich bei ihr bin im Büro. Bis gleich. So. Wir sind da wieder. Hey, du bist doch der ehemalige Champion Bomba Luigi. Was kommt jetzt die Managerin? Du mit dir sprechen willst, findest du sie im Büro dort hinten. Jetzt weiß ich, du willst wieder kämpfen. Oh Mann, das ist ja super. Ja. Eigentlich bin ich doch wegen etwas anderes da, außer mit Kämpfen, weil ich bin doch unter einer Mission hier. Aber wenn wir schon dabei sind, könnte ich mich gleich wieder melden, weil ich möchte noch ein bisschen kämpfen. Was? Was jetzt mit Totskuva zu bereden? Gut, dann geh ins Büro. Totskuva ist drin. Wer ist da?
Hast du schon mal was von Anklopfen gehört? Oh, du bist es, Bambaluigi. Schön, dich zu sehen. Nachdem du den Meisterguts abgelegt hast, ist die Zuschauerzahl sehr gesunken. Ich dachte schon, wir müssten das Geschäft aufgeben. Aber Aurelius hat sich wieder den Titel des Champions erkämpft. Und ich habe ganz schön damit zu tun, den Laden hier zu leiten. Oh, willst du vielleicht wieder kämpfen? Oh, deshalb bist du hier. Ja, bestimmt. So ist es doch. Sag schon. Super, ich wusste, dass du wieder kommen würdest. Es ist alles für dich vorbereitet. Oh. Verzeih mir, aber deine Registrierung wurde storniert. Wie bitte? Das bedeutet, du startest wie jeder Neuanfänger in der zweiten Liga. Keine Ausnahmen, Regeln sind Regeln. Nimm also deine Registrierung als Kämpfer entgegen. Wenn du bereits im Kampf bist, melde dich im Aufenthaltsraum der zweiten Liga an. Und das System erkläre ich dir nicht noch einmal, also bis dann. Das war doch mit Sicherheit Coupon. Der hat uns mit Sicherheit noch vorhin gelöscht. Weil er so todsicher war, dass er uns eliminieren kann. Nein, ich bin noch wegen etwas anderes hier. Oh, was hast du den Job angenommen? Dann mach dich bitte gleich an die Arbeit. Bleib bitte den Müll weg, der sich im Lager angesammelt hat. Ich werde das Zeug mit Sicherheit nicht anrühren. Schaff es mir auf jeden Fall aus den Augen. Ja. Also dürfen wir halt noch den gesamten Kampf nochmal machen. What the hell? Catch es nicht, die Schatz des Champions, der Geruch ist unglaublich. Wie viel Schatz verbraucht der Typ denn? Alter Schwede, willst du mich ver... Sind in den anderen Räumen auch noch welche? Oder sind die nur in diesem Hauptraum? Ich glaube, die sind wahrscheinlich nur in diesem Hauptraum. Ich hoffe es jetzt mal. Ah, da kriegst du gleich einen Herzinfarkt. Naja, sagen wir mal so, das Ganze kann ich auch positiv sein. Da kann ich noch ein bisschen leveln. Vor allem bei einer bestimmten... Ich glaube, ich habe alle erwischt. Vor allem bei einer bestimmten Gegnersorte, da werde ich mir wieder einen Level-Upper schummeln. Aber auch nur einmal. Und die Level-Ups, die werde ich natürlich alle dann auch wieder zeigen, dann im nächsten Part. Du stinkst irgendwie, hast du etwa immer noch diesen Müll bei dir? Leg das Zeug irgendwo hin, wo ich es mir nie wieder in die Augen kommt. Bei Gumbaniel, die sind Gumbas Rolling, willst du es bestimmt los? Ich werde ihn informieren, geh also zu ihm. Okay. Okay, dann halt noch ein Cut, bis wir bei Gumbaniel sind, der Müllentsorger. Also bis gleich. So, da war zum Gumbaniel, das ist nämlich dieser hier. Das Gova ist schon informiert. Also, weißt du, Cat, den du loswerden willst? Was? Kein Geld, sondern Sachen? Naja, was auch immer. Was soll ich also für dich entsorgen? Ja, die hier. Was noch mehr? Die und die und die und so weiter und so fort. Ich dachte schon, ich will nämlich jemanden loswerden. Gut, ich hätte sagen können, ich möchte gerne Aurelius loswerden, aber dem ist doch gut für das Showgeschäft. Der hat es jetzt auch eingesehen, dass seine Handlungen falsch hat. Er scheint der Letzte gewesen zu sein. Einen dermaßen stinkigen Job hatte ich noch nie. Das solltest du die Ausrechnung von Totsukuwa honorieren lassen. Und das gleiche noch einmal. Heißt wieder ein weiterer Karton zurück. Sobald wir das Honorar von ihr haben, dann ist der Part auch vorbei. Bin jetzt eher wieder so etwa 2, 3, 4 Minuten drüber. Aber egal. Und danach sehen wir dann im nächsten Part dann die Level-Ups, die es noch gab, weil ich werde dann off-cam die Kampfarena nochmal machen. Und alle Level-Ups, die es gab, die werde ich natürlich aufnehmen.
Also bis gleich. So, Job erledigt. Jetzt will ich mein Geld. Endlich ist dieses Zeug weg. Hier ist deine Belohnung. Vielen Dank. Für 30 Münzen. Der Gestank wird wohl noch eine Weile in diesem Zimmer bleiben. So. Und noch mehr Geld können wir dann auch gleich noch verdienen. Ich möchte gerne den Champion-Titel zurück holen, wenn's geht. Na gut, also für euch geht's dann... Ich würde mal sagen, wir treffen uns dann wieder in Rolling im nächsten Part von der Jobagentur. Dort würden wir uns dann wieder sehen. Ich werde jetzt off-cam die gesamte Kampfarena nochmal machen und da sind mit Sicherheit noch zwei Level-Ups drin, weil... Einmal das Level-Up von den Fuzzi-Trio, weil da werde ich dann wieder eine 100-Sternpunkte-Serie erschummeln. Ja gut, erschummeln ist es jetzt nicht gerade unbedingt. Und dann wird noch ein gewöhnliches Level-Up auch noch dazu folgen, weil spätestens die letzten Kämpfe, ihr habt ja gesehen, wie viel die gebracht haben. Also gut, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Am Anfang seht ihr einfach die Level-Ups, die es dann in den Kampfarena noch gegeben hat. Und dann sehen wir uns dann bei der Jobagentur wieder. Und während der Jobagentur, da werden wir dann auch die Geschichte von Luigi mal anhören. Wir haben denn für heute leider gerade keine Zeit gehabt. Weil meine Stimme es total versagt hat. Also dann, bis zum nächsten. Scheiße. Okay, das habt ihr jetzt nicht gehört. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao.